Servus, der Marc vom Physische Wiesischen, bei mir ist die Rosanne. Hallo. Eigentlich die Fiona, aber die ist nicht geimpft, kann nicht kommen, deswegen ist die Rosanne. Genau. Auch schön. Fiona, wir grüßen dich. Ja? Nach der Impfung auch zu mir. So, ja, wir halten uns da schon sehr streng dran. Das ist auch wichtig, muss man sich auch verhalten. Ja, macht nichts, ein kleines Thema, ein kleines Thema. Und dann sei es gemacht. Du bist ein Konch bzw. Helix, beziehungsweise Helix, ich sage Konch dazu. Ja. Ich sage von der Stelle her, wie man es nennt, ist wirklich wurscht. Hauptsache, da kommt später ein Ring rein und sieht toll aus. Ja? Gut, guck mal. Also nochmal, das habe ich dir schon gesagt gerade. Das ist quasi das Konch, das wird so gestochen von vorne hinten. Der Ring geht dann ums Ohr rum, so wie hier. Mhm. Beim Helix ist es wirklich senkrecht hoch in die Helix-Falte. Die meisten Leute wollen das. Ja, ich meine auch das. Konch versus Helix. Klassisches Thema. So. In den USA sagen die zu allem eben Helix, deswegen kommt es bei uns im Weißen Helix, aber ich differenziere es ein bisschen genauer. Egal. Okay. So, jetzt zeige ich es dir mal an, mach dir mal einen Vorschlag und sagst mir, ob es dir gefällt. Ja. So. Was machst du sonst so? Oder? Studieren. Was studierst du? Marketing. Das heißt es, oder? Ja, genau, in St. Pölten. Oh, schön. Macht Spaß? Bis jetzt schon. Bist du aus St. Pölten, oder? Nein, aus Mödling. Oh, das ist aber euch der nächste Weg dann, ne? Na, dort ein bisschen, ja. Und du trinkst gern Wein? Ja. Das ist sogar die Freundschaftskette mit der Fiona. Ja, wir saufen genau. Nein, das ist, Österreich ist ein Land der Weinkultur. Ja? Und da wird auch gerne ein bisschen getrunken. Das unterstütze ich auch. Ja? So, einmal gucken. Mhm. Ja? Gefällt es dir? Ja, passt. Ich finde es auch gut. Natürlich gibt es Kunden, die wollen das weiter unten, zum Beispiel hier. Es gibt Kunden, die wollen es weiter oben. Wenn du jetzt nichts konkret im Kopf hast, würde ich es so lassen, weil es universell sehr schön passt. Passt gut. Machen wir? Mhm. So, was ist denn die Abkürzung von Rosanna? Anna. Rosi. Sahne. Sahne ist auch gut. Auch gut. Ja. Alles erlaubt. Ich darf alles. Nein, also wir sagen Rosi. So, die Rosi. Du bist noch umgepierst, oder? Ja. Das erste Mal? Ja. Bist du nervös? Ja, schon. Es wird gerade schlimmer. Den ganzen Tag habe ich zurückgehalten, aber jetzt geht's gerade. Du darfst raus, aber ich steche jetzt gleich, bevor du ganz nervös wirst. Ja. Du die Hand von der Freundin halten, dann geht's so. Den ja. Wenn sie mal spezifisch umschmeißt, ist alles gut. So. Also. Ganz locker bleiben. Das war's? Sicher. Nicht schlimm, gell? Nein. Sag ich doch. So, Schmuck ist auch schon drin. Kommt mal zu mir. Wir haben es schon, Rosi. Sehr gut. Bei Rosi fällt mir die Spider-Murphy-Gang ein. Kennst du die Spider-Murphy-Gang? Ja, ist das mit dem... Skandal, das kennen wir schon, ne? Sie? Das spielen die Leute gerne, wenn sie mich sehen. Wirklich? Ja. Oh, das war gemein. Ja, aber unter 32, 16, 18, die ganze Zeit. Nein, also... Ist cool. Rosi, inseriert. Nein, also es ist echt gemein. Es geht gar nicht aus dem Kopf. Wow. Aber es ist ja nichts Schlimmes. Ja, du warst sowas ja nicht. Das sind anscheinend Mädchen. Ja. So. Da gab es übrigens in Bayern lustige Geschichte, jemand, der hatte wirklich die Nummer 089-32-16-8, von der die gesungen haben. Ja. Ja, die haben sind verrückt geworden. Die mussten alles ändern. Ja. Weil jeder hat halt irgendwann mal die Nummer gewählt. Ja. Ja. Damals hat noch keiner sowas Böses gedacht. Ja, aber das wirklich jeden Tag kam das die Hose dann. Ja, kann man nicht vorstellen. Also zurück zum Thema. Ja. Ich finde es schön, wenn es dir gefällt und glücklich bist. Erster Schritt von der Pflege, und das ist ganz wichtig, damit es auch gut heilt, dass du quasi die Pflege hältst. Und dann ist wichtig, Hände waschen, Hände desinfizieren. Tagsüber in der Schule, in der Uni nicht hingreifen. Ja. Und dann nicht, wenn du am Zug nach Röschling St. Pölten fährst. Also wirklich Finger weg vom Kissing. Dann nehmen wir Bronzer-Lipspray und geh daheim zum Pflegen. Zuerst. Und der Linspray, ein Sprint vorne hinten, Einwirkzeit 30 Sekunden,
dann nehmen wir die Küchenrolle, reinigen mit der Küchenrolle vorne hinten feuchtes Gesicht. Okay. Dann nehmen wir das Gel, Tropfen nehmen und dabei aufschneiden, vorne hinten drauf tupfen, Gesicht vorne zurückschieben, nicht dran drehen, und zurückschieben, und das war's. Okay. Und wir machen das 3 Wochen zweimal am Tag, und dann 3 Wochen einmal am Tag. Das ist 6 Wochen am Stück. Okay, passt. Und dann bist du nochmal hier. Kannst du anrufen, 32168, ja? So leid es für mich. Daher kommst du mir mit Salin, am besten machst du den Brief bei der Salin aus und dann kommst du. Ob alles ja, passt. Oder am Ring geil zu machen. Ah, okay, ja. Das will auch gehen, aber ein Donnel, guck mal halt da. Rockige Haare hast du, gell? Oder sieht es so aus? Nein, das ist schon so aus. Okay, das ist mir auch lieber im Zweifel. Obwohl, ich glaube nie, aber für die Heilung ist ein offenes, yeah, und ein glattes halt immer besser. Trotzdem, Haare zusammen, die ersten 2 Wochen ist ein Segen. Jedes Haar, das bin ich dran rumzupfeln, wird besser für die Heilung. Mhm. Also wenn du so magst, gerne ein bisschen da hinten Besen schalten. Ja, okay. Hast du Fragen? Ich glaube nicht, mich ist alles. Ja. Super, Rosi. Dann danke dir fürs Kommen. Ich danke dir auch. Auch nicht. Danke euch fürs Zuschauen. So schnell kann es gehen. In diesem Sinne, tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.